angekündigt in einem meiner Short-Videos, soll es heute um das Thema Fluchtrucksäcke gehen oder Flucht mit Gepäck. Wobei ich jetzt anfange mal zu erklären, es gibt ja viele dieser Systeme. Angefangen vom EDC, also dem Everyday Carry, was man jeden Tag dabei hat, zu einem Get Home Bag, einem Notfallgepäckstück, das möglichst klein ist, mit dem man gerade noch von irgendwo bis nach Hause kommt, hin zum BOB, Bug Out Bag oder Fluchtrucksack, wie man Deutsch dazu sagt. Der ist dafür ausgelegt, bis zu 72 Stunden irgendwo sich niederzulassen und eine Krise abzuwarten, das auf ein Ende der Krise abzuwarten. Und dann gibt es den Inch, den I Never Come Home Bag. Das ist der größte und da plant man einfach nicht mehr nach Hause zurückzugehen, sondern entweder an Ort und Stelle zu bleiben, wo man hingeflüchtet ist oder eben weiterzuziehen. Und da gibt es eine Menge Videos. Viele davon sind theoretische Betrachtungen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe da ein Problem damit. Nicht mit dem Inhalt. Die Inhalte sind teilweise sehr, sehr gut, aber da fehlt einiges an Überlegung. Ich habe mir mal ein Video rausgenommen, das ich hier ein bisschen als Beispiel nehme und ich will das nicht als Kritik machen, sondern ich will nur sagen, wo hier für mich so ein bisschen das Problem ist. Von den Naturensöhnen, ich hoffe, die nehmen es mir nicht übel, dass ich ihr Video nehme zu einem Bug-Out-Bag. Es ist natürlich jetzt nur ein Bug-Out-Bag, der nur ausgelegt ist auf 72 Stunden. Das ist mir bewusst. Ich sage aber dann auch noch was dazu, warum ich das gut als Inch-Beispiel auch hier nehmen kann, weil man das ja erweitern müsste, um jetzt als Inch überhaupt noch unterwegs sein zu können. Ich werde ja immer wieder Ausschnitte aus deren Video zeigen und danach so einen kleinen Kommentar abgeben. Taschen, Leute! Taschen! Heute geht's mal wieder um Ausrüstung. Wir wollen euch nämlich unseren Fluchtrucksack, Notfallrucksack, Bug-Out-Rucksack, wie auch immer ihr das Teil nennen wollt, vorstellen. Was wir da drin haben, wie wir das benutzen, zeigen wir euch in diesem Video. Jetzt wollten wir euch zum Anfang nochmal erzählen, warum wir das machen, beziehungsweise warum manche Leute das überhaupt machen. Das wurde ja von der Bundesregierung, beziehungsweise vom Amt für Katastrophenschutz ist es, glaube ich, vorgeschlagen, sich so einen Fluchtrucksack einfach bereitzustellen, damit, wenn mal irgendwas sein sollte, und da reden wir jetzt hier nicht von Apokalypse, weiß ich was nicht, ja, was sind realistische Unglücke, die passieren können? Ein krasser Stromausfall, dass halt alles geräumt werden muss, irgendwie ein Atomkraftwerk geht hoch, ist ja auch schon zweimal jetzt in der Weltgeschichte passiert. Jegliche Naturkatastrophen, genau, die einfach dein Dorf treffen können. Genau, Überflutung hatten wir ja auch schon hier, ja. Oder und weiß ich was nicht, dass man einfach so einen Rucksack nimmt, da alles Notwendige für ein paar Tage drinne hat und damit dann halt autark, unabhängig von anderen Menschen, einfach irgendwie klarkommen kann. Da bin ich völlig bei Ihnen. Es gibt genug Gründe, warum man so einen Fluchtrucksack oder BOB braucht. Viele der Szenarien sind aber so, dass man nicht innerhalb von 72 Stunden zurückkommen kann. Also nehmen wir mal das erwähnte Atomunfallunglück. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in ein sein verstrahltes Zuhause zurück darf, doch relativ gering. Oder bei einem Chemieunfall, bei dem die Umgebung verseucht wird. Der Fluchtrucksack ist natürlich nichts, wenn er zu Hause liegt, aber nicht gepackt ist. Der muss natürlich gepackt sein, sodass man schnell wie möglich weg kann. Bei einem Stromausfall, jetzt wenn er nicht landesweit ist, sondern nur lokal begrenzt ist, kann man ja schauen, dass man sich mit doch einem Freund vorher abspricht und dann zu dem fährt. Das ist immer noch besser, als sich irgendwo im Wald niederzulassen und dort ja zu warten, dass der Strom kommt. Das kriegt man dann eh nicht mit, weil man ist ja im Wald. Ne? Die meisten Szenarien sind also so ausgelegt, dass es länger dauert. 72 Stunden oder mehr. Bei einer Flugkatastrophe, ja, auch sehr nett, gehe ich auf eine Anhöhe, bleibe dort, bis das Wasser wieder weg ist, aber dann ist mein Zuhause ja auch nicht mehr bewohnbar unter Umständen, vielleicht sogar nicht mehr vorhanden. Dann kriege ich aber Hilfe aus der Bevölkerung oder Hilfe im Katastrophenschutz. Dass die Regierung das vorschlägt, sowas zu haben, das ist auch richtig, aber es wird wissentlich ignoriert von vielen Leuten, weil es ist ja nicht nötig. Da haben die zwar auch recht zu sagen, das ist eigentlich schon nötig, dass man sich darüber Gedanken macht. Das Wichtigste bei so einem Fluchtrucksack, oh Überraschung, ist der Rucksack. Also da müsst ihr euch irgendwie was Robustes suchen, irgendwas, wo man viel randengeln kann. Wir haben jetzt in dem Fall den Tasmanian Tiger Modular 30. Wenn das Ding ein bisschen schwerer wird, achtet auf jeden Fall auch darauf, dass ihr irgendein cooles Tragesystem mit am Rucksack habt, damit ihr auch längere Strecken gut mit dem Rucksack laufen könnt. Längere Strecken laufen?
Das klingt schon mal gut. Das geht auch, wenn man alleine unterwegs ist und wenn man fit ist. Aber wenn man mit einer Familie fliehen muss, in den Backout gehen muss oder einen Inch benutzen muss, schaut das ganz anders aus. Da sind längere Strecken schon allein wegen der Kinder, wenn sie jünger sind, nicht möglich. Dennoch, man sollte natürlich einen sehr guten Rucksack kaufen. Er muss nicht teuer sein, aber er sollte ein Tragegestell haben. Also der Tasmanian Tiger ist sicherlich geeignet. Als BOB, als Inch würde ich eh nicht benutzen. Da lieber einen mit einem Tragegestell, damit man auch mehr tragen kann, mehr Gewicht tragen kann, ohne dass es hier auf die Gesundheit geht. Wir gucken uns jetzt erstmal den Rucksack von außen an, also alles, was wir draußen rangemacht haben, was nicht in den Rucksack reingepasst hat. Als allererstes haben wir hier auf jeden Fall Gewebeklebeband, weil das kann man immer gebrauchen, irgendwas zu flicken, irgendwas zum Festmachen, zum Umbinden, zum Wunden schließen, wenn es denn sein muss im Notfall, kann man wirklich immer gebrauchen. Und wir haben zwar kein Seil mit, weil es zu groß und zu schwer ist, aber Paracord, ca. 10 bis 20 Meter, wir haben jetzt 10 Meter mit, damit könnt ihr auf jeden Fall auch unglaublich viel machen. Und weil es einfach im Rucksack viel zu viel Platz wegnimmt, immer schön draußen ranbammeln, die Isomatte. Wir haben diesmal keine Isomatte genommen, die man aufpusten kann, weil die kann ja kaputt gehen. Und die könnt ihr hier einfach irgendwo hinklatschen, zack, und euch rauflegen. Und das reicht trotzdem locker, um euch warm zu halten. Stimmt alles, bis auf das letzte der Isomatte. Die Isomatte sollte in unseren Breiten einen mindestens R-Wert von 4 oder größer haben, im Winter einen R-Wert von 6, denn ihr werdet feststellen, wenn ihr schon mal draußen wart, über Nacht im Kalten, ist die Isomatte eigentlich der kritische Punkt. Denn da geht ganz, ganz schnell die Kälte durch, wenn sie nicht dick genug ist. Ich würde in dem Fall eine aufblasbare Isomatte vorziehen. Ist das klar, die kann kaputt gehen, aber man kann ja was drunter legen. Eine stabilere Plane, die nicht schwer ist, aber die halt die Isomatte dann schützt vor stachlichen Dingen, vor Steinchen, vor spitzen Gegenständen. Aber auf jeden Fall, und gerade wenn ihr Kinder dabei habt, braucht ihr etwas, was einen höheren R-Wert hat. Jetzt kommen wir zum Deckelfach. Da ist alles drin, wo man wirklich, wenn es mal drauf ankommt, schnell rankommen muss. Was haben wir jetzt in dem Fall da drin? Zum einen ein Messer. Das kann man natürlich aber auch einfach an einem Gürtel tragen. Wichtig hierbei ist, ihr braucht was Robustes. Was mit einer Fulltang-Klinge, das heißt, dass der Messerstahl von vorne bis hinten durchgängig geht. Ja, wir haben jetzt in dem Fall Mora Garberg. Dann haben wir drin eine Unterlegplane, einfach für die Isomatte, dass sie trocken bleibt. Außerdem noch ein kleines Multitool, weil man kann ja immer irgendwie eine Kleinigkeit zu reparieren haben, weiß man nie. Und das Allerwichtigste, was ihr auf jeden Fall dabei haben solltet, ist Erste-Hilfe-Kram. In dem Fall haben wir jetzt hier zwei Kits und noch ein Kit, wo extra nur wichtige Medikamente drin sind. Die zeigen wir euch jetzt nochmal im Detail. Was haben wir alles drin? Im ersten Erste-Hilfe-Kit haben wir so ziemlich selber gefüllt, sage ich mal. Hier, guck mal. Desinfektionsspray, eine Zeckenpinzette. Hier gegen Fußblasen, hier noch ein Feuerzeug. Im Notfall, ist ja wirklich für Notfall, wenn du doch mal ein Feuer anmachen musst, Feuerzeugzunder. Wenn Gerrit schnarcht hier, Ohrenstöpsel. Eine Plastiktüte, falls man da irgendwas reinmachen muss, falls kein Dreck irgendwo rankommen soll, sage ich mal. Und noch Verbände und Sicherheitsklammern. Hier ist jetzt ein Kit für die etwas größeren Sachen, sage ich jetzt einfach mal. Machen wir auch direkt mal auf, zeigen wir euch grob. Einweghandschuhe, ganz wichtig. Dann ein wirklich großes Set mit, also groß ist jetzt auch übertrieben, aber diverse Verbände, Pflaster, Kleiderschere, auch nochmal Einweghandschuhe, Dreiecktuch, so ein Kram. Ein bisschen Tape, um die Verbände auch festzutapen. Und was wir jetzt noch mit reingepackt haben, ist Quicklot. Das ist so ein Zeug, was man quasi dann einfach in die Wunde reindrückt. Das passiert eine Reaktion und damit ist eine stark blutende Wunde einfach erstmal dicht. Ist wirklich für die schnelle und effektive Wundversorgung, aber muss man sich auch genau überlegen, ob man das dann nutzen möchte, weil ist auch schwer dann wieder rauszubekommen. Ersthilfematerial sollte man auf jeden Fall dabei haben. Was ich hier vermisse, ist eine chirurgische Hautschere, auch ein Nagelset, um sich seine Zehennägel oder auch Fingernägel zu schneiden. Ich habe mal in einem Video auch gebracht, was passieren kann, wenn ihr so unterwegs seid. Also ihr stoßt euch den Nagel oder der Nagel ist zu lang, er drückt auf Schuhwerk. Ihr könnt euren Zehennagel verlieren vom großen Zeh und das ist sehr, sehr unangenehm. Die Blasenpflaster, die drin sind, die sind super. Die meisten vergessen Blasenpflaster und gerade Blasenpflaster, wenn ihr schon mal 2-3 Kilometer mit einer Blase gelaufen seid, dann werdet ihr merken, da haben wir was vergessen. Ich bevorzuge ja da ein Molly-Täschchen. Ich verlinke euch mal oben auf dieses Video, in der ihr den mal sehen könnt.
was da drin ist. Es ist eine andere Art und Weise. Ich würde diese Sachen nicht in den Rucksack packen, weil ich zu lange brauche, um sie im Notfall danach zu bekommen. Ich muss den Rucksack erst aufmachen, ich muss erst reingruschen und gucken, wo ist alles. Da gibt es eine Tasche, die kann man auch dann abreißen, eine Abreißtasche. Die ist natürlich dann nicht kaputt. Und da sollte dann auch alles drin sein. Medikamente, die kann man im Rucksack verstauen, die muss auch nicht in dieser Abreißtasche drin sein. Am Anfang erwähnt wurde ja dieses Tape, mit dem man auch Wunden schließen kann. Oder die andere Möglichkeit, hier mit einem Klott in eine Wunde zu gehen und da die Blutung zu stillen. Geht beides sicher. Da kann man aber auch genauso gut eine Tube oder mehrere ganz, ganz kleine Tuben Sekundenkleber mitnehmen. Die kann man auch benutzen, um eine Wunde zu schließen. Aber jetzt kommt's. Erkundigt euch vorher, was ihr dabei beachten müsst. Die Aussagen sind super gemacht, aber da können viele Fehler passieren. Gerade bei Wundversorgung. Da muss immer ein Stück der Wunde offen bleiben, so 2-3 mm, damit das Wundsekret abfließen kann. Macht ihr das nicht, habt ihr ein Problem. Eine Blutvergiftung ist leider meistens tödlich, wenn sie nicht versorgt wird. Und wenn ihr schon irgendwo draußen seid und fliehen müsst, dann könnt ihr nicht einfach mal ins Hospital gehen und sagen, hier bin ich, hallo, kann mich mal jemand? Nein, das geht nicht. Aber an sich ist alles sehr gut gedacht. Und der letzte Sunny-Beutel, sage ich mal, der ist wasserdicht geschützt durch diesen Beutel hier. Und da sind alle Medikamente drin. Denn Leute, denkt dran, ihr könnt Durchfall bekommen, ihr könnt Kopfschmerzen bekommen, ihr könnt, weiß ich nicht, so viele Sachen bekommen unterwegs oder auch zu Hause. Hier Halsschmerztabletten, nochmal gegen hier Kopfschmerzen, Ibuprofen, Paracetamol, hier gegen Mückenstiche, hier nochmal ein paar Pflaster. Also wirklich alles, was euch passieren kann, damit seid ihr ein bisschen mehr gewappnet sozusagen. Zu den Medikamenten. Klar, ihr seid unterwegs, ihr braucht Medikamente. Die beiden sind sehr jung, die haben auch noch keine Leiden, so wie ich zum Beispiel. Ich hatte einen Schlaganfall und musste es wegen Blutverdünner nehmen. Und ich hatte eine Schilddrüsen-OP und bin auf Medikamente angewiesen. Das heißt, ich muss täglich bestimmte Tabletten nehmen. Die sollten auf jeden Fall im Fluchtgepäck sein. Die dürft ihr nicht vergessen. Etwas gegen Durchfall, Kopfschmerzen, naja gut, Kopfschmerzen. Ich sag mal allgemein Schmerzen, Kopfschmerzen kann man vielleicht mal aushalten, 2-3 Tage. Meistens liegt es eh daran, dass man zu wenig trinkt. Eine Jodsalbe gegen bakterielle Entzündung. Branol, um eine Wunde auch desinfizieren zu können. Das Infektionsmittel war ja auch schon erwähnt bei den beiden. Es gibt aber sicherlich noch viel mehr, was man rein tun kann. Man muss wirklich überlegen, wenn man Kinder dabei hat, dann ist vielleicht 10.000 Milligramm Paracetamol nicht unbedingt das geeignete Mittel. Ja, und ihr solltet es auf jeden Fall auch redundant dabei haben. Das heißt, für jedes Mitglied, das mitflieht oder mit raus muss, solltet ihr seine persönlichen Medikamente und redundant auch allgemeine Medikamente mitnehmen. Also nicht die Paracetamol nur beim Vater parken oder bei der Mutter, sondern bei den Kindern auch Paracetamol unterbringen in ihrer Stärke. Das ist bei allen Medikamenten so. Auch dazu müsst ihr euch im Vorfeld Gedanken machen. Informiert euch, wie etwas zu dosieren ist. Und man hat ja meistens dann den Beipackzettel nicht dabei. Der nimmt ja Platz weg. Da müsst ihr aber euch gut auskennen, weil sonst ist das schwierig. Jetzt schauen wir mal in den Rucksack rein und was wir da alles dabei haben. Einmal aufgemacht, zack. Und man sieht auch einen sehr wichtigen Ausrüstungsgegenstand, und zwar einen Wasserfilter. Ja? Klar habt ihr immer Wasser dabei und solltet auch welches mitnehmen, aber wenn das dann knapp werden sollte, weil ihr länger als 2-3 Tage unterwegs seid, könnt ihr hiermit immer für frisches Trinkwasser sorgen. Völlig richtig. Der Wasserfilter ist essentiell notwendig. Ich würde zusätzlich noch einen sogenannten Live-Straw mitnehmen, mit dem man Wasser dann entweder durch einen Quetschbeutel durchquetschen kann oder direkt trinken kann aus einer Quelle. Muss man sagen, diese ganzen Systeme filtern keine chemischen Zusätze raus. Und die nächste Sache, ziemlich wichtig, auch wieder in so einen wasserdichten Beutel reingepackt, Hygiene. Zahnbürste, Zahnpasta, Klopapier, Taschentücher, feuchtes Toilettenpapier. Hygieneartikel sind wichtig, aber vergesst nicht, jeder hat ein anderes Bedürfnis. Bei Männern fehlt auf jeden Fall hier das Werkzeug zum Rasieren und bei Frauen Binden bzw. Tampons.
Ihr müsst natürlich auch noch an andere Dinge denken, die ihr braucht als Hygieneartikel. Toilettenpapier. Ja, Toilettenpapier kann man mitnehmen, aber wie viel passt da jetzt in diesen Beutel rein? Man kann eine Rolle Toilettenpapier vakuumieren, aber wenn man sie einmal aufgerissen hat, dann nimmt sie halt mehr Platz weg. Das muss man bedenken. Wie viele Rollen wollt ihr da mitnehmen mit einem Inch? 10 für die nächsten 3 Wochen? Oder ja, da muss man sich vielleicht eine Alternative suchen. Wichtiges Thema ist natürlich auch das Thema Kochen, Dinge warm machen, Wasser abkochen. Dafür haben wir dieses Set von Trangia dabei und dazu passend auch noch eine Flasche Spiritus. Warum haben wir uns jetzt für einen Spirituskocher entschieden? Der Rohstoff Spiritus bzw. Alkohol im Allgemeinen ist einfacher verfügbar. Ja, kann man überall mal finden, in der Tankstelle, weiß ich was nicht wo, ist einfach ein bisschen flexibler einzusetzen als zum Beispiel ein Gaskocher. Also die Aussage, dass man Spiritus oder Alkohol leichter finden kann, ist nur bedingt richtig. Wenn man flieht, will man ja möglichst keinen Kontakt mehr haben. Vielleicht sind auch schon Plünderungen im Gange. Man flieht ja nicht umsonst. Und dann hier irgendwo in die Tankstelle zu gehen und dann neben Benzin dort auch noch Alkohol zu finden, ist sehr unwahrscheinlich. Ich empfehle da einen Hobo, den man Holz verbrennen kann. Die gibt es so als zusammengelegte Variante, die kann man dann wieder zusammenstecken und dann auch wieder zerlegen. Man hat halt Holz überall oder man kann auch Kienspäne verwenden, man kann getrocknete Tannennadel verwenden, man kann sehr viel verbrennen und man ist nicht unbedingt darauf angewiesen. Für einen Inch würde ich empfehlen, beides mitzunehmen. Für die ersten Tage ist sicherlich das eine System ganz gut, da kann man Alkohol benutzen, aber danach würde ich mehr auf den anderen setzen. Auch hier würde ich auf Redundanz setzen. Das heißt, nicht ein einziges Kochgeschirr mitzunehmen für eine Gruppe von 3 oder mehr Leuten. Wenn es mehr sind, braucht ihr sowieso mehr. Sondern, dass jeder zumindest so einen kleinen Hobo im Gepäck hat. Es müssen ja nicht alle einen Trangia dabei haben mit Spiritus. Ist natürlich auch möglich. Würde ich dann ein bisschen aufteilen. Vor allem müsst ihr eins bedenken, wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, die können auch viel weniger tragen als ihr Erwachsene. Warum jetzt dieses Set als Sturmkocher? Naja, sagt der Name ja schon, ist ein Sturmkocher, kann man also auch bei Wind betreiben. Hat halt direkt 2 Töpfe in verschiedenen Größen, eine Wasserkanne, wo man Wasser drin abkochen kann oder sogar eine Pfanne, wo man dann auch lecker was braten kann. An sich wieder eine gute Idee, nimmt aber sehr viel Platz im Gepäck weg. In einem BOB ist der Platz eh begrenzt. Bei einem Inch schaut es noch schlimmer aus, denn da müsst ihr auch Ersatzkleidung mitnehmen. Ich erkläre euch später noch, was beim Inch da noch dazukommt, was hier im BOB natürlich nicht drin ist. Es reicht an sich ein Kochgefäß, das ein bisschen größer ist, in dem man auch für mehr als nur eine Person kochen kann. Ansonsten kann man das wie dem später vorgestellten Becher auch so kleine Mahlzeiten kochen. Wenn man dann wirklich mal irgendwo länger unterzieht oder bleibt, dann sollte man natürlich schon etwas haben, das ein bisschen größer ist. Ein Wasserkessel, naja gut, braucht man den jetzt wirklich? Kann man sich Wasser für Kaffee nicht einfach auch in der Tasse heiß machen? Was kann man sich Wasser sogar heiß machen in einer PET-Flasche? Wer glaubt, dass die einfach durchschmilzt oder durchbrennt, der irrt. Da gibt es auch genug Videos dazu. Dann haben wir noch ein bisschen was eingeteilt im Rucksack. Einmal diese schöne Tasche hier, die kannst du so absippen. Einmal ganz wichtig zum Essen, Schlingelbesteck, also hier Messer, Gabel, Löffel. Kann man immer gebrauchen. Dann ein gutes Paar Handschuhe, hier mit Protektoren und gleichzeitig hitzebeständig. Ziemlich gut. Eine kleine Säge, verbraucht nicht viel Gewicht und trotzdem könnt ihr damit richtig viel machen draußen. Und ein Feuerstahl, einen richtig fetten, geilen Feuerstahl. Ja, stimme ich vollkommen zu. Aber man sollte neben dem Feuerstrahl auf jeden Fall auf schnell entzündliches Feuer setzen. Man sollte auch so kleine Big-Feuerzeuge vielleicht in einem alten Filmdöschen oder in einem anderen wasserdichten Behältnis unterbringen, damit man schnell mal Feuer machen kann. Wer schon mal schnell Feuer gebraucht hat und damit Feuerstein, Stahl und Zunder arbeitet, der weiß, wie lange es dauert, bis Feuer da ist. Und wenn man gerade ein Kind dabei hat, oder jemand dabei hat, der nicht so gesund ist, dann ist Wärme, also auch nicht nur zum Kochen, sondern auch zum sich erwärmen, vorher essentiell notwendig. Wärmemanagement ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Sache beim Bugout oder beim Inch. Dann haben wir noch eine weitere Tasche, die wir hier so rauskletten können. Zack, da ist alles rund um das Thema Elektronik, Licht und Verbindung nach außen drinnen, nenne ich es jetzt einfach mal. Eine ganz reguläre normale Taschenlampe, eine Kopflampe. Dann noch eine Powerbank, die gleichzeitig Licht spenden kann
und auch notdürftig via Solar geladen werden kann. Ja? Also wichtig ist halt auch immer, dass sie Zeug nehmen, was halt so mehrere Dinge gleichzeitig erfüllen kann. Und die Option, Solar zu haben, ist schon nicht schlecht. Dann natürlich diverse Ladekabel, die dazu passen. Und zu guter Letzt so ein, ja, keine Ahnung, wie nennt man das? Survival-Radio oder sowas? Notfallradio, genau. Ja, da kann man hier kurbeln, um Strom drauf zu kriegen. Man hat hier oben so ein bisschen sogar was zum solarmäßig Strom produzieren. Ob das funktioniert, weiß man nicht so genau. Man kann es über USB quasi laden, also über die Powerbank. Aber das Ding selbst kann auch als Powerbank funktionieren. Also absolut multifunktional. Und naja, klar, es ist auch noch ein Radio. Ja, also das, was draußen los ist. Genau, man kann damit auch checken, was draußen los ist. Und es hat auch ein Licht. Also ein Gerät, was nicht viel Platz und Gewicht verbraucht und trotzdem so viele Funktionen hat. Ja, mega gut. Richtig hilfreich. Naja, was die Elektronik betrifft, da würde ich auf etwas ganz anderes setzen. Auch ein modulares System, aber sich ergänzen. Ich würde alle Geräte, die ich mitnehme, mit Doppel-A oder AAA-Akkus bestücken, mir ein richtig großes Solarpanel mitnehmen. Klar, es ist nicht immer Sonne. Man wird nicht immer alles auch laden können. Deshalb auch vielleicht noch ein paar Ersatzbatterien. Und dann eben ein System wählen, mit dem ich universell rumkomme. Und auch hier wieder Redundanz. Das heißt, nicht nur eine einzige Taschenlampe pro Mann, sondern wenigstens zwei. Auf jeden, der mitgeht in der Gruppe, natürlich ein ähnliches System, das auch wieder zusammenpasst. Akkus können auch mal kaputt gehen. Ersatzakkus sollte man auf jeden Fall auch dabei haben. Zumindest eine zweite Garnitur, sodass man alle Geräte nochmal bestücken kann mit Ersatzzellen. Dazu auch ein kleines Video von mir. Ich mache auch so einen Infolink oben, dann könnt ihr dann das Video mal anschauen. Schaut euch aber das erstmal zu Ende an. Was ich bei der elektronischen Ausrüstung vermisse, ist ein Mittel, um Kinder zu bespaßen und auch selber Informationen mitzunehmen. Vieles merkt man sich, einiges kann man einfach nicht im Kopf behalten oder will man sich nicht im Kopf behalten. Dazu braucht man dann Fachliteratur. Bücher in einem BOB oder Inch. Oh, schwer. Nein. Es gibt immer noch günstige E-Book-Reader, auf die passen 6000 oder mehr Bücher im PDF-Format. Klar, man muss dann ein bisschen immer vergrößern und verkleinern, um die wieder einsehen zu können. Aber man kann hier doch einiges an Fachliteratur zum Thema Preppen, Survival, aber auch zu anderen Themen, zu medizinischen Themen, zu Kräuterheilkunde und so weiter draufpacken. So etwas empfiehlt sich für einen Inch auf jeden Fall. Zudem kann man auch noch für Kinder ein paar Bücher draufpacken. Entweder zum Vorlesen oder zum Selberlesen. Ich würde nochmal einen MP3-Player mitnehmen. Da gibt es auch schöne Modelle mit externen SD-Karten, Micro-SD-Karten. Da kann man schon mal Hörspiele oder Musik draufpacken, sodass man auch die Kinder beschäftigen kann. Denn mit Kindern unterwegs zu sein, ist eine extra Herausforderung. Dann geht's weiter. Wir haben noch 3 Liter Wasser mit. Wir gehen davon aus, dass 3 Liter erstmal reichen für 1 bis 2 Tage, um dann eine richtige Wasserquelle zu finden und mit dem Wasserfilter weiter zu agieren. Auch hier habe ich vielleicht eine kleine Verbesserung. Ihr solltet auf jeden Fall eine PPA-freie Trinkflasche dabei haben. Nalgene bietet da ein Trinksystem an, hat meistens auch einen Weithalsverschluss, sodass man die auch mal hernehmen kann, um eine Suppe drin zu lagern. Und natürlich eine Flasche Ersatzwasser. 1,5 Liter oder 1 Liter Flasche, das sind dann insgesamt so 2,5 Liter. Damit kommt ihr auf jeden Fall mal über den Tag, auch wenn es wärmer ist. Was essentiell wichtig ist in einem Bergabfall, ist es, so schnell wie möglich an einen Ort zu kommen, wo man auch Wasser hat. Und Wasser gibt es in Europa fast überall. Ja? Das Problem ist nicht, es zu finden, sondern das Problem ist, es richtig aufzubereiten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, den schon erwähnten Katadynfilter, Mikropurtabletten, um sie zu entkeimen. Man kann auch Wasser abkochen. Und wenn ihr da hört, ihr müsst mindestens 10 Minuten abkochen, dann irrt ihr euch auch. Denn die Schwebteilchen, die jetzt wirklich längere Zeit gekocht werden müssten, wenn es größere Brocken sind, da würde man das brauchen. Ansonsten reicht euch eine Kochzeit von wenigen Sekunden, um das wirklich steril zu machen, keimfrei zu machen. Also wenn ihr 2-3 Minuten das Wasser auf eine Temperatur von über 90 Grad erhitzt, dann seid ihr eigentlich sicher. Und damit man auch nicht verhungert, haben wir diverses Essen eingepackt. Zum Beispiel 2 Schachteln Dosenbrot. Stelle ich euch mal hier so hin. NRG 5.
Allein das Ding macht schon wie viel? 2300 Kalorien und ist trotzdem so kompakt, klein und leicht eingepackt. Richtig geil, ja. Dann haben wir hier noch so Trockentüten. Könnt ihr euch Suppe oder Fleisch machen mit heißem Wasser. Und jede Menge Energieriegel, Energiezeug, sage ich mal. Und das alles gibt euch so viel Kalorien, dass ihr ungefähr eine Woche schon mal klarkommt. Hier möchte ich widersprechen. Mit dem kommt ihr nicht eine ganze Woche klar. Der Mindestkalorienumsatz pro Person pro Tag, also ich gehe zu einem Erwachsenen aus, liegt bei ungefähr 2000 Kilokalorien. Wenn er ruht und nicht allzu viel tut, wenn ihr unterwegs seid, marschiert, ein Lager aufbaut und so weiter, werdet ihr einen wesentlich höheren Kalorienumsatz haben. Daher reicht das, ich sag mal, was euch vorgestellt wurde, allenfalls für 72 Stunden. Klar, man kann auf Riegel setzen. Riegel sind immer ganz gut, um schnell mal beim Gehen Energie zu bekommen. Aber es ist halt nicht auf Dauer sinnvoll. Die vorgestellte Notnahrung, die ist gut, sie macht aber wie satt. Ihr werdet Probleme bekommen, wenn eure Kinder nur noch quengeln, weil ihr Magen leer ist. Ja, da ist guter Rat teurer, vor allem bei einem Inch. Und da komme ich schon zu dem großen, großen Problem. Wie lange wollt ihr draußen aushalten? Ihr könnt euch nicht so ohne weiteres Nahrung beschaffen. Ihr könnt jetzt natürlich argumentieren, ihr sammelt Pflanzen. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Pflanzen man sammeln muss, um 2000 Kilokalorien zusammenzukriegen. Das sind pro Mann und Nase nahezu 8 Kilogramm am Tag, die ihr sammeln müsst und die ihr dann auch noch verzehren müsst. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Mehr kriegt ihr zusammen natürlich, wenn ihr Fleisch zur Verfügung hättet. Fleisch kriegt ihr natürlich durch Jagd, was in Deutschland verboten ist. Gut, im Krisenfall kann euch das egal sein, überleben ist alles. Aber Jagen, das ist auch so eine Sache, das will gelernt sein, das will geübt sein und das geht nicht von jetzt auf gleich. Wenn ihr wirklich so viel Nahrung mitnehmt, dass ihr eine gute Woche, vielleicht sogar 14 Tage auskommt, dann überlegt mal, was ihr so 14 täglich brauchen würdet. Wiegt mal nur ab, was ihr täglich so an Essen zu euch nehmt. Und dann rechnet erstmal hoch auf 14 Tage und dann werdet ihr feststellen, ihr habt da schnell mal ein paar Kilo beieinander. Ein paar Kilo, die ihr tragen müsst. Und eure Kinder, die haben nicht so viel Hunger, ganz klar, aber die können bei weitem nicht so viel tragen. Hier gibt es immer wieder Videos, die davon ausgehen, dass man als Erwachsener mit 30 Kilo Gepäck, einem Inch, fliehen kann. Denn da muss ja auch noch was anderes rein. Da kommen die nachher noch drauf. Da muss noch was anderes rein. Da müsst ihr Ersatzklamotten rein, die sind nicht gerade leicht. Vor allem, ihr braucht Ersatz, was Socken betrifft. Ihr braucht neben den Hygieneartikeln natürlich auch noch ein Handtuch. Das alles wiegt und das wiegt nicht gerade wenig. Mein einzeln wiegt ist nicht so viel, aber in Summe wird es dann doch mal schnell zu eben diesen sogenannten 30 Kilo. Die ihr dann tragen müsstet. Auf längere Sicht schwierig. Vor allem, wenn man untrainiert ist. Untrainiert, und das sind die meisten, die gehen dann raus mit so hohem Gewicht, laufen die ersten 1-2 Kilometer und haben dann einen Sehnenabriss oder Anriss, eine Achillessehnenentzündung oder einen entsprechenden Wadenkrampf. Das ist auf der Flucht sehr hinderlich. Nicht voll satt? Aber ihr werdet nicht draufgehen und ihr werdet mit dieser Energie quasi weiter euch mehr Essen holen können. Ich glaube, das waren irgendwie um die 8000 oder 9000 Kilokalorien, ne? Circa, ja. Und das ist quasi der Start, genauso wie das Wasser, was euch ja nicht unendlich am Leben halten soll, sondern es soll euch nur helfen, die erste Woche oder die ersten paar Tage zu schaffen, damit ihr dann euch was anderes sucht. Weil ihr könnt ja nicht irgendwie 20 Liter Wasser mitnehmen. Total unrealistisch. Und schlafen müsst ihr natürlich auch, haben wir nicht vergessen. Dafür haben wir einen Pocket-Tarp dabei. Das ist, glaube ich, 2x3 Meter, irgendwie ja. Sowas. Und 6 Heringe mit direkt Schnur und so weiter drin. Damit könnt ihr euch einen Bodenshelter aufbauen oder halt auch einen A-Frame abspannen. Alles möglich. Und 3 Jahreszeiten technisch haben wir natürlich auch noch einen Schlafsack dabei. In dem Fall den Carinthia Tropen, einen Outdoor-Schlafsack, der ein bisschen robuster ist, ein bisschen mehr ab kann. Natürlich müsst ihr bedenken, sowohl bei Isomatte als auch bei Schlafsack, wenn es dann in Richtung Winter geht, müsst ihr dann euren Fluchtrucksack nochmal umpacken, dann vielleicht auf den Defense 6 oder Defense 4 umsteigen und noch irgendwie eine andere Isomatte mitnehmen, die ein bisschen mehr ab kann. Übrigens, was ich persönlich richtig geil in den Schlafsack finde, geiles Feature, nehme ich gerne, weißt du es auch? Das Mückennetz wahrscheinlich, ne? Es hat ein Mückennetz, wie cool ist das denn? Das ist richtig gut. Ich liebe es im Sommer.
Auch hier zu dem vorgestellten Schlafsack. Er ist sehr klein, sehr kompakt, wiegt auch sehr, sehr wenig im Verhältnis zu anderen. Aber es ist ein reiner Sommerschlafsack, Leute. Wie lange haben wir Sommer? Wie viele Monate? Und selbst da wird es in einigen Nächten relativ kalt. Schaut mal den Sommer 2021 an, wie viele Sonnentage wir denn hatten. Und nachts ging die Temperatur runter bis auf 15 Grad, teilweise 12 Grad. Das ist gerade für Kinder schon eine kritische Temperatur. Wenn ihr jetzt einen dickeren Schlafsack mitnehmt, und das haben sie auch empfohlen für den Winter, ist auch gut, dann wiegt der wesentlich mehr und hat ein großes Packvolumen. Wenn ihr den auch noch in euer Gepäck reinbringt, in euren Inch, dann viel Glück. Ich bringe ihn nicht rein. Ja, Isomatte, Tarp, alles gut, würde ich auch mitnehmen. Wie gesagt, der aufblasbare Isomatte, ein 4x4 Meter großes Tarp, die sind relativ leicht. Ihr habt ja auch, wie am Anfang schon gezeigt wurde, Paracord dabei. Ihr könnt also auch zwischen Bäumen eine Abspannung machen, da auch mal ein Tarp drüber ziehen. Ich nehme dazu eine weitere Sache mit, nämlich eine Hängematte mit Moskitonetz. Warum Hängematte? Man ist vom Boden weg. Man kann zusätzlich noch drunter legen, wenn man schläft, die Isomatte, also in die Hängematte rein, sich dann auf diese Isomatte legen. Da gibt es sogar Hängematten mit Einschubfach für die Isomatten. Und dann ist man vom Boden weg, dann ist man von der Kälte weg. Man ist auch vom Ungeziefer weg. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn es gar nicht anders geht. Natürlich, dann mache ich was auf dem Boden, dann baue ich mir halt einen Tarp. Da gibt es verschiedenste Setups für Tarps, wie man da ein Lager bauen kann. So ein Lager vorübergehend auf dem Boden, okay, aber langfristig würde ich mir einen Platz suchen, wo ich mit einer Hängematte unterwegs sein kann. Aber, also mal wieder bei den bösen Kilos, es sind sehr, sehr viele Kilos, die mittlerweile zusammenkommen. Wenn man das Tarp auch noch rechnet, selbst mit nur 800 Gramm, dann braucht man, gibt es Setups für Tarps, damit man sie schnell entsprechend aufbauen kann und abbauen kann. Man kommt dann schon auch wieder auf 1-2 Kilo und das summiert sich halt. Und es passt schon nicht mehr in den Rucksack, Leute. Allein so ein großer Schlafsack, wie erwähnt, der wiegt 3-4 Kilo, wenn er wirklich warm ist für den Winter. Und er passt gerade mal so in euren Rucksack, aber dann habt ihr nicht mehr drin. Und was wir noch vergessen haben, die letzte Sache, ja, jeder kennt ihn eigentlich, der draußen ist. Tatonka-Topf, der Händelmarkt, glaube ich, heißt er, ne? Edelstahl geht nicht kaputt, ihr habt was zu trinken, weil das hatten wir noch nicht, nur was zum Essen für Suppen und so. Das kann man für alles gebrauchen. Irgendwas reintun, essen, trinken, über ein Feuer, Wasser kochen, alles einfach. Sollte eigentlich in jedem Rucksack dabei sein, so ein Edelstahlgefäß. Genau diesen Tatonka-Becher gibt es auch mit einem Deckel. Da kann man auch drin kochen, man kann Reis drin auch kochen, man kann andere Sachen drin zubereiten. So für eine kleine Mahlzeit oder wenn man im Lager ist, mal für zwei Mahlzeiten, drei Mahlzeiten am Tag, kann man da schon was machen, da muss man nicht kalt essen. Für eine Person kein Thema, klar, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, sollte man dann schon ein großes Kochgeschirr haben, das haben die Jungs ja auch ja eingeplant. Aber für zwischendurch, nur mal um Wasser abzukochen oder um sich eine Suppe zu machen, weil man friert oder weil man ein bisschen Energie braucht oder um Reis zu kochen, ein bisschen mehr Kalorien hat, alles gut, auf jeden Fall empfehlenswert. Habe ich auch in meinem Gepäck drin. So sieht die ganze Ausrüstung, der ganze Rucksackinhalt aus, wenn das alles ausgepackt, aufgebaut ist. Alles in allem ein gutes Video von unseren Natursöhnen. Es zeigt, wie sinnvoll es ist, so etwas zu haben. Allerdings jetzt gehen wir auf den Inch. Wir waren vorhin BOB, jetzt in meinem Inch-Bereich. Da kommt jetzt noch vieles dazu. Also ihr braucht neben mehr Essen natürlich auch Ersatzklamotten. Und das nicht nur für schönes Sommerwetter, sondern auch für Regenwetter. Das heißt, ihr müsst wenigstens einen Poncho oder Regenklamotten dabei haben. Ihr braucht genügend Unterwäsche und Socken. Eventuell einen Pulli für die kalte Jahreszeit. Ihr braucht eine Bürste. Wofür? Ihr müsst das Zeug ja auch mal waschen unterwegs. Die Klamotten werden auch irgendwann ausgehen und dann braucht ihr ja die Möglichkeit, sie zu waschen mit einer Bürste, wenigstens auszubürsten. Seife habt ihr ja dabei, aber
Da solltet ihr vielleicht noch mal ein Stück mehr rechnen, denn waschen müsst ihr euch ja auch mit einer anderen Seife vielleicht. Dann kommt dazu die Schwierigkeiten, die ihr unterwegs bekommt. Also nicht nur das hohe Gewicht wird für euch ein Problem werden. Es ist nicht immer nur schön draußen und es wird nachts mal kalt. Ihr werdet feucht, weil ihr vielleicht schwitzt, weil ihr mal in den Regen kommt, weil nachts das Kondenswasser auf euch runtertropft. Und ist es am Tag schön, da könnt ihr eure Sachen trocknen. Ist es weniger schön, dann habt ihr ein Problem. Auf lange Sicht werdet ihr nicht immer alles trocken bekommen. Und Feuchtigkeit und Kälte in Kombination sind besonders übel. Denn die Kälte wird euch noch mehr erreichen, wenn die Isolationsschicht feucht ist. Soll heißen, ihr seid nicht topfit, sollt 30 Kilo über längere Zeit schleppen, ihr müsst euch viel mehr Gedanken über Medikamente machen, ihr braucht alles in einer größeren Stückzahl, wenn ihr länger unterwegs sein wollt, in einem Inch. Seid ihr topfit und topgesund, ist das leicht machbar. Die wenigsten, die solche Videos machen, solche Überlegungen machen, haben selbst schon mal länger als einen Overnighter oder ein Wochenende draußen verbracht. Ich muss sagen, ich habe schon mal 14 Tage sowas durchgespielt und ich habe es nicht 14 Tage lang geschafft, weil ich nach knapp 5 Tagen, 6 Tagen abbrechen musste, weil, ja, Feuchtigkeit, Kälte, Nahrungsmangel, alles ist zusammengekommen und erst dann, wenn man es mal versucht hat, dann sieht man, ob es klappt. Vor allem, wenn man, so wie ich jetzt, keine große Kondition hat. Ich habe ein Loch im Herzen, daher auch mein Schlaganfall. Ich komme sehr schnell außer Puste und außer Kondition. Für mich wäre das mit 30 Kilo auf einer Flucht nicht möglich. Das gebe ich ganz offen ehrlich zu. Und wenn ihr ehrlich zu euch seid, zu euch selbst, schafft ihr es? Seid ihr so fit? Macht euch da nicht selbst was vor? Was rate ich euch? Rate ich euch ab, überhaupt ein Inch zu benutzen? Ich habe entschieden, ich werde keinen Inch benutzen. Kommt es wirklich zu einer Krise, zu einem Problem, das mich dazu zwingt, mein Haus zu verlassen, dann muss ich mir schon eine andere Vorplanung machen, wo ich hingehe. Und dieses muss halt in 3 Tagen zu erreichen sein mit einem BOB. Andernfalls muss ich das halt zu Hause aussitzen. Zu Hause habe ich alles, was ich brauche. Abgesehen davon, dass mein Zuhause jetzt nicht mehr bewohnbar ist, dann muss ich sowieso raus. Klar, dann brauche ich eben diese Möglichkeit, irgendwo hinzufliehen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, die ganzen Ressourcen, die ich mir in den letzten Jahren zu Hause geschaffen habe, zu nutzen, dann werde ich die auch weiter nutzen. Einen Inch bei einer Flucht. Gerade mit einer Familie, einer Gruppe, einem Kind, man muss sich ja immer an dem Schwächsten orientieren in der Gruppe, ist schwierig. Gruppen sind sowieso eine andere Herausforderung. Ihr braucht auch ein gutes Kommunikationsmittel innerhalb einer Gruppe. Ihr braucht jemand, sogenannte Vorhut, die schon mal ein bisschen schaut, kommen da Probleme auf die Gruppe zu. Ihr könnt euch nicht an dem Stärksten in der Gruppe orientieren, der sagt, er springt mit 30 Kilo durch den Wald. Nee, ihr müsst euch am Schwächsten orientieren, der vielleicht alle 2 Stunden mal eine Pause braucht von einer halben Stunde. Es kommt immer auf die Situation an, die ihr seid. Könnt ihr überhaupt tagsüber gehen? Warum solltet ihr nicht gehen können? Ja, man kann euch leichter beobachten. Müsst ihr nachts gehen, kommt ihr noch langsamer voran. So ein Lager aufzubauen ist kein Problem. Ruhe zu halten, denn gerade in der Nacht wird man Schall sehr weit hören. Der Schall wird sehr weit getragen. Und ihr habt Kinder dabei, dann wird es echt schwierig. Also all das fließt bei den meisten in die Überlegung für einen Inschen oder einen BOB nicht ein. Und das ist das, woran man denken muss. Ich habe ein kleines Dokument zu Krise und Flucht gemacht. Das verlinke ich euch unten. Das ist auf einer meiner Clouds. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Da sind auch so Ideen drin, was man alles mitnehmen könnte. Aber das ist in Summe viel zu viel. Ihr müsst euch da wirklich überlegen, was ihr macht. Oder ihr müsst es auch in der Gruppe auf die Leute aufteilen.
Andere Sachen müsst ihr dafür redundant dabei haben. Aber es ist einfach mehr als zu sagen, ich packe jetzt nur etwas zusammen und damit komme ich dann ein paar Tage durch. Viele Sachen sind bei mir auch erst in den letzten Jahren gewachsen und ich beschäftige mich mit dem Thema jetzt schon mehrere Jahrzehnte. Ich habe bis jetzt eigentlich nie so viel drüber gemacht, weil ich das halt nur für mich und für meine Familie geplant habe. Und da sieht man schon wieder, warum man es eigentlich plant. Wenn man jetzt wie die Naturensöhne jung ist, dann hat man noch keine große Familie. Wenn man dann mal 2, 3 Kinder hat, die vielleicht noch in einem Alter sind von unter 12 Jahren, dann schaut es schlecht aus. Das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr. Meine Kinder sind alle volljährig und die würden sich auch alleine durchschlagen. Aber wir planen trotzdem für sie mit. Warum? Ich bin schon knapp 60 und ja, wegen mir plane ich das nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Falls es irgendwas gibt, wo ihr sagt, nee, da hat er nicht recht, schreibt es in die Kommentare. Und an die Naturensöhne, natürlich könnt ihr mich auch gerne zerreißen. Wobei, ich habe es ja nicht böse gemeint, euer Video ist wirklich gut. Und ja, es hat einiges, was ich als Verbesserungsvorschläge an euch hätte. Bis zum nächsten Mal.